Wer ist bereit für den Frühling? Hände hoch, liebe Leute! Und heute habe ich jede Menge Frühlings-Outfit-Inspiration für euch mitgebracht. Ich habe so richtig in die Vollen gegriffen, habe ganz, ganz tolle Teile rausgepickt, denn am nächsten Montag wird es die Frühlingsangebote bei Amazon geben. Das ist der Anlass für diese frischen Outfits heute. Und da würde ich sagen, starten wir direkt rein. Von Montag bis Mittwochnacht wird es also wieder richtig tolle Frühlingsangebote geben. Und Fashion gehört natürlich auch dazu und ihr kennt mich. Es gibt ganz, ganz viele Marken, die ich richtig toll finde, die ich übelst feiere und ihr nämlich genauso. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall ab Montag die Augen offen halten, denn vieles von dem, was ich euch heute zeigen werde, wird auf jeden Fall in den Rabatt kommen. Ganz genau darf ich euch natürlich noch nicht verraten, aber ihr solltet auf jeden Fall euch alles vormerken. Und apropos vormerken, ihr findet natürlich alles immer in der Videobeschreibung verlinkt, ihr kennt mich. Aber ich möchte euch auch hier jetzt nochmal auf meine Amazon-Shop-Seite hinweisen, denn da gibt es nicht nur Mode nach einzelnen Kategorien oder auch nach Outfit-Anlässen sozusagen, sondern auch jede Menge Inspiration und die besten Deals natürlich zu solchen Aktionstagen zu anderen Bereichen, sei es Küche, generell Dekoration oder halt auch ein bisschen Garten wollte ich noch für euch zusammensuchen und so weiter. Also ganz, ganz viel Inspiration für euch, wo ihr super, super gerne stöbern gehen könnt. Da werdet ihr auf jeden Fall keinen guten Deal verpassen und den Rest mache ich natürlich auch auf Instagram. Also da lohnt es sich auch, gerade wenn solche Sales sind, mir zu folgen, denn da bekommt ihr dann die tagesaktuellen Angebote von mir. Und schreibt mir natürlich gern in die Kommentare, nach was ihr denn aktuell sucht, wenn es denn ein Schnäppchen wird. Wir starten rein in den ersten Look und der ist auf den ersten Blick eher so ein bisschen neutral gehalten. Ich habe nämlich diesen super schönen, glänzenden Midi-Rock entdeckt, beziehungsweise eigentlich hat Daniel ihn entdeckt und was soll ich sagen, der Mann hat guten Geschmack bewiesen, denn der Rock ist wirklich ein absoluter Traum. Nicht nur von der Verarbeitung her und ganz generell, so wie der fällt, der Schnitt ist toll, die Farbe ist toll, der glänzt einfach nur wunderschön und da hat man richtig Bock, ein Eis essen zu gehen, ja? Oh mein Gott, wir alle warten sehnlichst auf das erste Eis in diesem Frühling. Und dazu kombiniert habe ich einen Body, den ich eigentlich in Schwarz bestellt habe, aber gar nicht böse drum bin, dass der in Weiß kam. Denn irgendwie sieht der Look so insgesamt echt bombenmäßig aus. Ich habe jetzt hier mal eine etwas andere Marke gegriffen, die ich so auch noch nie ausgetestet habe, und zwar Diesel. Ich finde, er ist ein bisschen transparent, aber das stört mich nicht unbedingt. Es ist ein bisschen so Geschmackssache, ob einen das stört oder nicht. Aber ich finde, er sitzt wirklich ganz toll, hat vor allem einen super schönen weiten Ausschnitt. Mag ich wahnsinnig gerne, macht halt auch die Boobies richtig nett in Form und bietet halt Platz für schöne Ketten und so weiter. Damit das Ganze nicht so langweilig Ton in Ton ist, habe ich noch ein bisschen so Farbe drauf geworfen, denn wir sind ja im Frühling. Und da habe ich nochmal meine aktuell echt lieblingspinken Kitten Heel, Mules, was auch immer Schuhe gegriffen, weil ich die so schön finde und interessanterweise passen die auf echt viele Looks und dazu passend eine pinke Handtasche. Die ist übrigens von The Drop, eine Eigenmarke von Amazon. Generell finde ich es immer schön, bei so Frühlingsangeboten und Sales auch mal zu etwas, sag ich mal, hochwertigen und höherpreisigen Marken zu greifen, weil man auch langfristiger einfach was von der Garderobe hat. Und da habe ich dann mal bei Replay gestöbert. Ich glaube, von der Brand habe ich eigentlich bisher noch gar nichts. Die sind mir auch eher bekannt für ihre Jeans, aber ich muss gestehen, als ich dieses Sweatshirt-Kleid-Ding gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, es schreit meinen Namen ganz, ganz laut bis zu mir nach Hause. Das Teil gibt es übrigens auch als Pullover, aber ich fand es als so ein Sweaterkleid eigentlich richtig geil. Mega lässig geschnitten, natürlich super oversized, aber wahnsinnig kuschelig und gemütlich. Dazu der super lässige Print. Mir gefällt auch die Farbkonstellation total gut. Die Länge ist super. Es hat natürlich Taschen und dazu einfach Sneaker, eine schöne Handtasche und ihr seid echt super gut angezogen im Frühjahr. Da kann man schon mal ein bisschen die Beine lüften, finde ich dann auch ganz nett, ne? Chub-Rub-Shorts passt auf jeden Fall perfekt drunter und dann ready to go, würde ich sagen. Damit könnte man auch ein kleines Fahrradtürchen machen.
weiß noch nicht genau, was mein Favoritenlook wird, aber ich glaube, dieser hier ist ganz weit vorne mit dabei und das aus direkt mehreren Gründen. Ich habe ja schon gesagt, so Schnapper bei Lieblingsmarken machen ist in so Sales-Geschichten auf jeden Fall super. Und mir ist dann in der letzten Zeit aufgefallen, dass mir meine Levi's Skinny Shaping Jeans langsam ein bisschen sehr viel zu groß wird. Und dann dachte sich Sarah, oh, ich bin mal mutig und bestell schon mal eine Nummer kleiner. Und was soll ich euch sagen? Wie bombastisch sitzt diese Jeans, bitte? Ich habe mich, also gestehe ich, ganz offen und ehrlich, ich habe mich richtig gefreut. Und noch dazu finde ich die helle Waschung einfach nur mega geil für den Frühling. Ganz generell halt helle Waschungen auch ziemlich im Trend dieses Jahr. Und die Shaping Jeans von Levi's, da kann man echt gar nichts falsch machen. Ich weiß, einige von euch haben mir die schon nachgekauft und die ist ein Träumchen. Sitzt einfach mega geil, super angenehm. Da ist auch relativ viel Baumwolle drin verarbeitet. Einfach nur eine hammermäßige, so eine richtige Standard-Jeans, die man einfach im Schrank haben sollte. Dazu kombiniert habe ich ein Teil, das ich neu bei The Drop entdeckt hatte. Die haben jetzt auch neue Frühlingsteile in den Shop gebracht. Und oh mein Gott, sind die alle unfassbar schön. Ich konnte mich kaum entscheiden. Aber dieses süße Strickoberteil Jäckchen-Ding hat es mir halt direkt angetan. Das gibt es auch als komplettes Set noch mit einer Shorts dazu. Ich muss aber sagen, weiß ich nicht, ob das so all over mir nicht too much wird. Auf eine Jeans dagegen finde ich das megamäßig geil. Ich habe es jetzt heute natürlich sehr mutig kombiniert und einfach quasi nur den BH drunter angezogen. Ihr könnt das natürlich aber auch als klassisches Jäckchen oben drüber werfen und zum Beispiel noch einen Top drunter anziehen oder auch ein Shirt. Muss aber sagen, das Ding ist geil. Also ich mag halt diese Granny Square Optik, habe ich ja im letzten Jahr von euch gelernt. Und halt auch Lochstrick ist eh im Trend dieses Jahr. Also ein absolutes Gewinner-Outfit für den Frühling. Passende Schuhe dazu, eine nette Handtasche und fertig ist der Frühlingslook. Wir schnuppern schon mal ein bisschen Richtung Sommer. Ich habe nämlich auch ein Blümchenkleid gefunden. Man kann ja Kleider ganz generell auch schon so warm noch layern und so weiter, dass die auch im Frühling schon locker gehen. Und da habe ich auch noch ein richtig tolles Kleid bei The Drop entdeckt. Sehr, sehr schlichter, süßer Schnitt, unfassbar bequem. Wir haben halt diese wunderschönen breiteren Träger, die so kleine Rüschen haben. Dann haben wir diesen gesmokten Bereich halt so im Dekolleté, was halt super schön ist, weil das schmiegt sich halt richtig schön eng an die Figur, ist aber auch nicht so anstrengend, weil man die ganze Zeit Angst hat, dass die Boobies rauskullern. Und dann unten dran halt schöner, weiter flatternder Rock, nochmal ein kleiner Volantsaum dran und natürlich ein paar Täschchen. Der Print gefällt mir außerordentlich gut. Ich finde, er ist richtig schön frühlingshaft und auch schon sommerlich. Wie gesagt, so die ersten Sommer-Vibes, die spüre ich schon, wenn ich so ein Kleid anziehe. Man kann das aber auch super mit Jeansjacke kombinieren. Ich habe es jetzt heute allerdings nochmal mit einem kleinen Farbkick kombiniert. Und zwar mit diesen super süßen Blumenschlappen aus einem meiner letzten Trend-Videos. Und passenderweise dazu habe ich tatsächlich eine Handtasche von The Drop. Das hat halt gepasst wie die Faust aufs Auge, aber sieht halt megamäßig gut aus in Kombination. Und das Kleid hat mich von der Qualität her richtig überzeugt. Es ist auch ein Unterkleid mit eingearbeitet. Eine sehr, sehr schöne, hochwertige Qualität. Geht da also unbedingt mal stöbern. Und es gibt es natürlich auch in anderen Farben und Prints. Kommen wir im letzten Look nochmal zum richtigen All-Over-Frühling und zu diesem wunderschönen Blüschen, das ich hier schon die ganze Zeit anhabe. Lochstrick ist ja dieses Jahr so richtig im Trend und als ich die hier von Object gesehen habe, dachte ich so, oh, ist die schön oder ist die schön oder ist die super schön, ja? Das Blau hat es mir sofort angetan. Ich finde, es ist eine wundervolle Farbe. Jetzt auch insbesondere natürlich im Frühling, Sommer. Mir gefällt auch generell halt das ganze Lochstrick einfach wahnsinnig gut. Auch, dass es halt so ein bisschen so gerüscht und gerafft ist, sitzt einfach klasse, das Ding. Und jetzt habe ich hier eine Hose gegriffen. Die ist von Esprit. Aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob wir zwei warm werden, weil das ist wieder so ein Chino-Schnitt. Und ich finde, die sitzt nicht so hundertprozentig geil. Aber insgesamt funktioniert der Look halt megamäßig gut. Also kann man natürlich jetzt auch auf eine weiße Jeans beispielsweise kombinieren. Und trotzdem finde ich, ist die Hose von der Qualität her natürlich ganz, ganz toll gearbeitet. Also sehr hochwertiges Chino-Ding-Material.
Schale ist schön, die glänzt so leicht, es sieht total toll aus, wenn dann die Sonne scheint. Und muss sagen, es ist schon nicht schlecht, aber es ist eher so das klassische Anzughöschen. Der heimliche Star dieses Looks ist aber, glaube ich, der Trenchcoat. Der ist von Orolei, ja, keine Ahnung, wie man die Marke ausspricht, habe ich vorher auch noch nie was von geshoppt. Hammerteil, oder? Die Farbe einfach nur göttlich. Also generell, Trenchcoats ist natürlich so ein Evergreen-Ding im Kleiderschrank. Die werden niemals aus der Mode kommen. Und die letzten Jahre haben wir ja auch immer wieder stark gesehen, dass die Trenchcoats insbesondere in schönen Farben einfach wahnsinnig trendy sind. Und der sieht einfach nur megamäßig geil aus. Insgesamt halt so ein Blau-Weiß-Look macht natürlich irgendwie direkt was Hochwertiges aus, finde ich persönlich, und es sieht einfach nur mega aus. Die Qualität von diesem Trenchcoat ist 1A, also der ist so schön verarbeitet. Der ist auch richtig warm, hätte ich gar nicht erwartet, aber der ist echt gut gearbeitet mit allem und so. Und auch viele Knöpfe zum Zumachen. Klassischer Trenchcoat-Schnitt, ich finde den einfach nur bombastisch. Und dazu habe ich so Ton-in-Ton-mäßig noch meine Love Moschino-Tasche dazu geworfen einfach. Ich liebe die schon sehr. Ich weiß, die ist wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmackssache, die ist schon sehr speziell. Aber ich liebe halt die Farbe und ganz generell den Look von dieser Tasche. Und dann halt die verschiedenen Blautöne. Das ist Frühling, Leute. Frühling pur. Liebe Leute, ich hoffe, da kamen jetzt ein bisschen Frühlings-Vibes bei euch auf und ja, die Outfits haben euch gefallen und es war Inspiration für euch dabei. Wie gesagt, schaut wahnsinnig gerne in die Videobeschreibung, da findet ihr natürlich alle Teile einzeln verlinkt, aber auch meine Shopseite, wo ihr noch die ganzen anderen Listen mit viel Inspiration findet und natürlich dann ab Montag auch die ganzen Frühlingsangebote aus allen Kategorien. Das also nicht verpassen, wenn ihr eh was anschaffen wolltet, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu warten, ob es in den Rabatt kommt. Das also mein persönlicher Geheimtipp an euch und jetzt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.